Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht es nicht um einen Guide oder um ein Opening-Video, sondern um die Temok-Thematik aus The War Within und da im Speziellen um die Quests. Da ist es nämlich so, dass es in den letzten Tagen ein paar Kontroversen gegeben hat. Blizzard hat ein paar Statements rausgehauen, teilweise sich in den Statements auch ein bisschen widersprochen, was wieder zurückgerudert. Und um da ein bisschen Klarheit reinzubringen, dachte ich, ich fasse das alles mal ein bisschen zusammen. Und ja, für die Leute, die jetzt da gar nicht so drin sind in der Thematik, fangen wir ein bisschen weiter vorher an. Ich werde euch erklären, wie es vorher war, wie jetzt das Ganze sich ein bisschen entwickelt hat, einfach um da ein bisschen besseren Blick drauf zu kriegen. Prinzipiell ist es ja so, wenn ihr eine Quest erledigt, dann kriegt ihr die Möglichkeit oder habt ihr die Möglichkeit, Items auszuwählen, die ihr dementsprechend benutzen könnt. Ihr kriegt aber auch Temok-Items, die ihr von Items bekommt, die ihr nicht ausgewählt habt. Jetzt war es vor Dragonflight quasi so, wenn ihr eine Quest absolviert habt und zum Beispiel ich mit dem Druid habe eine Quest absolviert und habe dann jegliches Ledergear aus dieser Quest gekriegt, einen Stoffchar, also ein Priester zum Beispiel kriegt jedes Stoffgear, einen Paladin kriegt jedes Plattengear und einen Schamane kriegt zum Beispiel auch jedes Kettengear aus der Quest raus. Jetzt ist es so, bei Waffen ist es ein bisschen komplizierter. Waffen hat man vor Dragonflight so bekommen, dass alle Waffen, die man nutzen konnte, also wenn da jetzt zum Beispiel bei einer Quest ein Dolch dabei war, egal ob das ein Int oder ein Agi-Dolch war, habe ich den mit dem Druid gekriegt. Auch wenn es, gut, Stärke-Dolch gibt es nicht, aber theoretisch würde ich auch einen Stärke-Dolch kriegen. Also die Waffen, die man also als Waffenart benutzen kann, die hat man auch gekriegt. Ein Krieger war da zum Beispiel relativ fein raus. Der Krieger kann alles nutzen außer Zauberstab und eine Kleve, aber ein Krieger wird natürlich nie mit einem Int-Dolch rumlaufen, ne? Aber auch den Int-Dolch hat der Krieger, wenn er eine Quest abgeschlossen hat, vor Dragonflight gekriegt. So, jetzt mit Dragonflight haben sie das Ganze ein bisschen umgestellt, und zwar eher in schlechtere. Ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Und zwar, wenn ihr jetzt in Dragonflight, in den neuen Gebieten, also Anführungszeichen neu, jetzt kommt ja der War Within raus, wenn ihr da eine Quest erledigt, kriegt ihr weiterhin von eurer kompletten Klasse quasi die Rüstungen, aber die Waffen sind limitiert und zwar nur das, was ihr sinnig nutzen könnt. Bedeutet, ein Krieger bekommt alle möglichen Stärkewaffen, sobald aber eine Waffe Int drauf hat, auch wenn er sie potenziell anlegen könnte, kriegt er sie nicht. Ja? Also ihr kriegt quasi nur die Waffen, die euch auch vorgeschlagen werden bei der Quest. Ist auf jeden Fall ein Rückschritt, keine Ahnung, warum sie das gemacht haben, war ich kein Fan von. Für mich als Sammler hat das bedeutet, ich musste nicht nur die vier Rüstungsklassen durchquesten, sondern musste noch ein paar mehr Klassen nehmen. Ich musste zum Beispiel einen Schurken für die ganzen Agi-Dolche nehmen, ne? Weil nur mit dem Schurken kriegt man einen Agi-Dolch. Ich musste einen Demon Hunter noch dazu nehmen, weil nur ein Demon Hunter kann die Kleve kriegen. Dann brauchst du natürlich einige Caster für die Zauberstäbe. Dann brauchst du auf jeden Fall einen Paladin, ne? Der kann Schilde tragen, so wie ein Krieger auch, aber der Krieger kann wiederum keine Int-Waffen tragen und so weiter. Also man braucht halt nicht nur dann die 4 Chars, sondern dementsprechend mehr. So, das ist jetzt so der Stand, der Ist-Stand, den wir aktuell haben. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die Zukunft bzw. in die Beta über. Blizzard hat ja jetzt mit diesen ganzen Temok-Änderungen angekündigt gehabt, dass man quasi alles Mögliche an Temok mit allen Chars holen kann. Also in alten Instanzen kann man sich alles Mögliche holen mit einem Char. Wenn ihr reinläuft und es droppt ein Plattenteil, kriegt das Plattenteil auch mit einem Priester oder mit einem Jäger, ist vollkommen egal. Für die Quests haben sie nie so ganz genau was angekündigt, man hat dann aber auf die Beta abgewartet und auf der Beta war es tatsächlich am Anfang so, dass wenn ihr eine Quest erledigt habt, dass ihr alles bekommen habt. Also ich schließe mit dem Druid eine Quest ab, ich kriege Platte, Kette, ich kriege Stoff, ich kriege Ledergear, ich kriege auch alle Waffen durch die Bank. So war es am Anfang in der Beta. Jetzt ein bisschen mehr als einen Monat vor Release hat Blizzard das auf einmal auf der Beta umgestellt. Das Witzige war nämlich auch, auf der Beta hat man sogar rückwirkend alles gekriegt. Also für alle alten Quests, die man gemacht hat, hat man rückwirkend das komplette Temok gekriegt. Als jetzt der Pre-Patch kam, haben viele, mich eingeschlossen, auch erwartet, dass sobald der Pre-Patch live kommt, dass ich rückwirkend Temok kriege. Ich habe zwar, weil ich schon ein bisschen Hardcore-Collector bin, würde ich jetzt mal behaupten, schon alles gequestet mit allen vier Rüstungsklassen, ne? Und auch jetzt hier in Dragonflight mit den ganzen Waffensachen, das habe ich auch schon abgehakt. Aber ich habe zumindest erwartet, dass ich ein paar Temoks kriege von Quests, die vielleicht nicht mehr im Spiel sind. Und dachte mir, ja, vielleicht gibt es ja ein paar rückwirkende
Items von removeden Quests. Die konnte ich ja dann nicht nochmal mit den anderen Klassen machen und da hatte ich schon ein bisschen die Hoffnung. Leider gab es da gar nichts. Da war ich schon ein bisschen verwundert. Hab dann in World of Things Discord beziehungsweise Dark for Azeroth Discord, da lese ich ab und an so ein bisschen so Zeug mit, was ganz interessant für mich als Sammler ist, erfahren, dass auf dem Beta-Server anscheinend Blizzard das quasi zurückgerollt hat. Man kriegt keine Sachen mehr, die man quasi vorher erledigt hat und man bekommt auch nicht mehr alles T-Mog, sondern es ist quasi wieder der Status wie ein Dragonflight. Was ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend war. Und dachte mir, gut, ist Beta-Server, vielleicht haben sie hin und her was getestet, vielleicht hat irgendwas nicht funktioniert, man weiß es nicht. Jetzt muss man mal den Release abwarten. Und jetzt in den letzten 2 Tagen kamen einige Infos raus und da möchte ich jetzt anknüpfen. Also das war jetzt quasi das Vorgeplänkel und jetzt knüpfen wir quasi an die Geschehnisse ein wenig an, die wir eben hatten. Und zwar gab es da 2 Statements. Das erste Statement haben wir jetzt hier mal. Das war im Forum und da hat Blizzard auf was geantwortet. Ich lese es euch mal vor und dann übersetze ich es jetzt mal ganz lose frei. I have made a new dwarf character because I want to level through their starting area and beyond, also hoping to unlock some missing transmog pieces. Also da hat jemand sich einen Zwergcharakter gemacht und hat ein bisschen im Startgebiet gequestet, um T-Mog zu kriegen. I was under the impression that of 11.0, once you completed a quest, you will unlock all available transmog, even the items that your character cannot equip. Und der dachte, wie viele andere wahrscheinlich auch, dass man, wenn man eine Quest erledigt, dass man alles T-Mog kriegt, auch die man nicht quasi sinnig für den Charakter brauchen kann, heißt andere Rüstungsklassen und natürlich auch die Waffen. Und dann schreibt er weiter, however I noticed that this is not the case while I'm questing through the old world. Is this intended that I misunderstood how unlocking transmog works? Und dann schreibt er halt weiter, dass er jetzt, dass ihm aufgefallen ist, dass er quasi nicht die ganzen T-Mogs gekriegt hat und ob das jetzt quasi von Blizzard so gewollt ist oder ob er das einfach falsch verstanden hat. Und dann gab es auch eine Antwort von Blizzard und das ist jetzt der interessante Teil. I'm afraid this is not correct and was most likely a bug during the beta, sorry. Und ja, die schreiben jetzt halt einfach, dass das nicht der Fall ist, dass man die ganzen T-Mogs kriegt und dass das wahrscheinlich ein Bug in der Beta war. Was natürlich für uns T-Mog-Sammler jetzt sehr, sehr schade ist. Und weitergehend ist jetzt hier auf dem WoW-Head-Artikel, hier mal, das lenkt ein bisschen ab, zu. Weiterhin hat man noch ein paar Bilder, das lese ich jetzt nicht alles vor, aber sinngemäß hat man hier jetzt einmal den Screenshot, dass man quasi alles T-Mog gekriegt hat. Ne? Hier ihr seht Leder, Mail ist Kette, Close ist Stoff und Platte ist Plate ist Platte, genau. Also die hat man alle T-Mox-Items von einer Quest gekriegt. So war es auf der Beta und dann haben sie das quasi wieder zurückgerollt. Hier im Artikel ist jetzt noch weitergehend ein Interview mit einem von den Developern. Und in dem Interview, das war noch, es ist jetzt schon ein bisschen her anscheinend, so wie es aussieht, wurde da auch nach dem T-Mox gefragt. Und die Antwort, die er dazu gegeben hat, kann man halt missinterpretieren. Deswegen sind viele davon ausgegangen, man kriegt alles T-Mog. Auf dem Beta-Server war es zum Teil auch so. Und jetzt haut Blizzard das Statement raus, nee, das war ein Bug auf dem Beta-Server, ist es nicht so. So, das ist der Stand vor einem Tag, beziehungsweise 2 Tagen. Ich hatte hierzu schon ein Video aufgenommen, das ich jetzt wieder gelöscht habe, denn es gibt jetzt ein 2. Statement von Blizzard. Und das schauen wir uns jetzt auch gleich noch durch. Jetzt muss ich kurz was trinken. Ist nämlich heiß jetzt die Tage, ich sag's euch. So, also das hatten wir uns durchgeguckt, ne? Das sagt ja, wir kriegen es nicht. Und Gott sei Dank hat Blizzard jetzt nochmal eine Klarstellung rausgehauen. Und ihr seht hier schon in der Überschrift, Upcoming Transmog Collection Changes Plan for 11.0.5, also den ersten Patch nach Release. Wann der genau kommen wird, weiß man nicht. Und da schießt jetzt Blizzard noch ein bisschen was nach. Heißt, wir werden nicht im Release die T-Mog-Änderungen haben, sondern erst danach. Das Vorgeplänkel können wir uns jetzt sparen. Wo es interessant wird, sind jetzt die 2 Parts. First is an update to collection restriction gear. We are working to make it so that non-cosmetic class restriction gear can have its appearance collected by any class. Appearance collection will be retroactive to any gear in your inventory or bank. The intent is to make it much easier to collect class sets for legacy raids where the gear drops directly. Also, um das jetzt mal grob zusammenzufassen, da geht es jetzt nicht um die Quest, aber es ist, glaube ich, auch interessant für die Sammler. Ich kann euch das jetzt mal kurz zeigen, um was es da geht. Da geht es nämlich um Gear, das einen Class-Lock hat, ne? Also das auf die Klasse gebunden ist und nicht auf die Rüstungsklasse.
Und das sind zum Beispiel Items aus Classic, ne? Die haben jetzt hier, seht ihr, Krieger, Hexenmeister, Schamane, Jäger und Magier. Bei diesen Items ist es so, wenn ihr die gedroppt kriegt, könnt ihr das Thema auch trotzdem nicht lernen. Ihr könnt zwar ein normales Kette-Item lernen, aber nicht ein Ketten-Item, wo Hunter draufsteht. Das könnt ihr nicht lernen, außer ihr seid natürlich Hunter. Und das ist natürlich schon wieder ein bisschen blöd. Das betrifft eigentlich nur die Classic-Instanzen und ich meine in Legion gab es sowas auch. Genau, seht ihr, in Legion hast du auch Paladin, Demon Hunter und so weiter. Und in den meisten Contents, wo es jetzt einfach Tokens gibt, zum Beispiel, was bin ich am Farmen, Shadowlands, hier Mausoleum, da gibt es Tokens und ihr seht, die Tokens sind Kriegsmeuten gebunden. Heißt, die könnt ihr auf den richtigen Char schicken, aufmachen und ihr kriegt dann quasi das richtige Thema raus, zum Beispiel hier das Demon Hunter Teil, ne? Bei den Glaslockten Item, wie ich jetzt nenne, geht es halt nicht. Und jetzt, das ist halt ein Problem, was viele Leute quasi an Blizzard herangetragen haben und das wird unter anderem geändert, dass dementsprechend diese Items dann auch von allen lernbar sind. Ich weiß nicht, warum sie das nicht gleich gemacht haben, wenn ich quasi alles Thema mit jedem lernen lasse und dann diese Class-Locked Items wieder rausnehme, ist halt dumm, aber ich schätze mal, sie haben es einfach nicht hingebracht. Nur, das jetzt mal nur so ein kleiner Einschub, jetzt machen wir weiter mit den Quests, weil das halt auch mit in dem Statement stand und denke ich mal interessant für die Leute hier ist. Und dann der zweite Teil, der ist jetzt interessant für unsere Questgeschichte und zwar: We are also still working on the much discussed update that makes it so that the quests are completed, all the appearance from non-cosmetic items reward will be granted. Also, was vielleicht immer interessant ist, es steht immer Non-Cosmetic dran. Es gibt nämlich zum Beispiel bei vielen Quests, vor allem jetzt bei den Ruffraktionen, wenn ihr eine gewisse Ruf, quasi ein bisschen Ruf erreicht habt, gibt es quasi kosmetische Items. Ja? Und dann kann man sich eins aussuchen. Ich vermute, dieses Non-Cosmetic steht hier immer drin, dass bei den Ruffraktionen das so bleibt, dass ihr nicht alles kriegt, sondern dass ihr euch eins aussuchen könnt. Und die anderen kann man sich nämlich immer beim Händler kaufen. Deswegen vermute ich, dass das drin steht. Aber auch hier geht es darum, dass sie jetzt da dran sind, dieses Problem zu lösen mit den T-Mog-Items. Regardless of what, whatever the particular class could have seen or chosen them, we are planning for this to be retroactive, so any quest that you previously completed should grant all qualified appearance when you first lock on any char. The intent here is to remove the need for completing the quest on multiple classes in order to collect all the appearance they provide. Und ja, um das jetzt mal so grob zu übersetzen, also sie planen quasi dann mit dem nächsten Patch 11.05, dass man alle T-Mog-Sachen, außer die kosmetischen, ne, was ich ja eben gesagt hatte, dass man die dann bekommt und das Ganze ist sogar retroaktiv, heißt, ihr bekommt auch von den Quests, die ihr bereits absolviert habt, das T-Mog nachträglich. Das ist jetzt so das Statement, das ist jetzt das offizielle und das letzte Statement. Kann natürlich sein, dass übermorgen wieder ein neues Statement kommt und dass ich wieder ein neues Video machen kann, aber so ist jetzt mal der Stand. Heißt, ich werde es jetzt persönlich so machen, der War Within kommt raus, ich werde mit einem Char alles durchquesten und dann warten, bis 11.05 rauskommt und sollte dann eigentlich alles Thema kriegen, im Optimalfall. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass das jetzt nicht ganz klappt mit Release, weil dann ist mir immer so irgendwie so eine Hängepartie und zumindest es steht ja auch so drin, dass sie das planen, dass es bis dahin kommen soll, ne? Also kann natürlich auch sein, dass sie es nicht hinkriegen, dass es dann ein Patch später kommt, aber es ist auf jeden Fall auf der Agenda und im offiziellen Blizzard-Post mit drin. Genau, das ist jetzt so die T-Mog-Geschichte. Hat sich jetzt ein bisschen länger gezogen, aber ich dachte mir, ich erkläre es mal ein bisschen ausführlicher, von wo wir hergekommen sind, wo die Reise hingeht. Und ja, das ist jetzt so der Endstand. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich persönlich schätze einfach, sie haben so viele Baustellen in der War Within, dass sie einfach zeitlich nicht hingekommen sind, dass das alles vernünftig funktioniert. Hat man jetzt unter anderem an der Warbank gesehen und vielen anderen Sachen. Vielleicht ist der Release-Termin ein bisschen zu optimistisch gewählt worden von Blizzard und sie haben jetzt gemerkt, shit, das kriegen wir nicht hin, das kriegen wir nicht hin, das schieben wir dann mit einem späteren Patch nach, schätze ich, weil sonst sehe ich keinen wirklichen Grund, warum man das jetzt nicht mit einem Pre-Patch oder mit einem Release bringen sollte. Aber gut, so ist das. Und ja, dann bin ich dann mit dem kleinen Video durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.